Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Wir haben uns beim letzten Mal irgendwo im Nirgendwo ausgeloggt, denn wir waren noch auf Erkundungstour und ich wollte es nicht unterbrechen. Und ich würde auch sagen, wir machen jetzt direkt an dieser Stelle weiter. Ich glaube, mein Plan war es, in diesen Birkenwald zu gehen. Aber ich will mal eben das Schwert hier wegpacken, weil ich habe wieder fleißig Kommentare gelesen und dieses Schwert hier hat schon einiges an Schaden bekommen. Das kann wohl doch zaubern, nämlich solche Blitze schießen, aber nur in Kombination mit diesem Helm, dem antiken Helm. Und ja, das heißt, wenn wir zu Hause sind, stellen wir den auch noch her und dann sollte das Ganze hoffentlich funktionieren. Ich hoffe es. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht sterben. Ich muss mir immer ungefähr ein bisschen merken, wo ich bin, aber es ist ja relativ leicht zu sehen hier, der südlichste Punkt, wo wir erkundet haben, weil wir gehen jetzt auch weiter Richtung Süden. Ihr habt auch noch andere Tipps reingeschrieben, zum Beispiel, dass man mit diesem Skarabäus auch, hier, wie heißen sie denn? Tools. Werkzeuge auf Deutsch, genau. Dass man die auch verzaubern kann und die dann besser sind als Diamant-Tools. Das geht wohl auch. Aber ich denke mal, wenn man das macht, dann wäre der Skarabäuskäfer wahrscheinlich weg. Und das möchte ich natürlich nicht. Weil den brauchen wir ja für einen Alpha-Predator, der eigentlich das Ziel für diese Folge ist. Und ich habe natürlich auch die Namen nicht vergessen. Also wenn wir wieder zu Hause sein sollten, dann werde ich die Dinos benennen, weil ihr habt richtig viele coole Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben. Und ich habe mir da schon ein paar rausgesucht, die ich dann auch verewigen werde. Aber erstmal sind wir halt jetzt, wie gesagt, auf der Suche. Und ich bin froh, wenn dieser Wald hier vorbei ist, weil so Wälder sind echt immer schwer zum Erkunden, weil man sieht halt gar nichts bei diesen ganzen Bäumen. Vielleicht hätte ich meinen Cerato mitnehmen sollen, weil mit dem kommt man echt schneller voran. Aber es war ja eigentlich nicht geplant, dass der Ausflug so eskaliert. Oh, ein neues Biom. Oh, wie cool. Okay, das sieht ja wohl mal nach großen Dinos aus, mit solchen riesen Bäumen. Ist das jetzt ein Dschungel? Oh, die Geräuschkulisse ist ja nice. Da ist irgendwas. Ich habe richtig Angst zu sterben. Wenn wir jetzt sterben, haben wir ein Riesenproblem. Ich kenne halt die ganzen Sachen nicht. Kakaobohnen. Nice. Und? Ach, das ist auch Kakaobohnen. Das war aber, glaube ich, unreif. Fleisch nehmen wir nochmal ein bisschen mit. Gut, die Kakaobohnen können wir jetzt auch mal wachsen lassen. Wir nehmen nochmal die hier mit. Die scheint reif zu sein. Oh, das ist immer cool, wenn man neue Biome hat, die man erkundet. Ich habe nur echt Angst, gefressen zu werden. Aus dem Nichts. Oh, da ist was. Okay, Dodos. Die sind auf jeden Fall nicht böse. Und das ist da Melonen. Melonen sind, glaube ich, auch ziemlich praktisch. Das ist aber auch schwer hier zu erkunden. Das ist echt krass. Aber die Melonen sind nice. Da freue ich mich drüber. Oh, was ist das denn? Ein Tempel haben wir gefunden. Nice. Vielleicht kriegen wir da ein paar coole Ressourcen. Ich habe aber noch keinerlei Dino oder so gesehen. Noch ein Bett dabei? Ja. Ah, es wird gleich Nacht. Ich will dann eigentlich schlafen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Tempel rein. Gucken, was wir da so finden. Weil dino-technisch scheint der Dschungel hier nicht so krass zu sein. Ach du Schande. Ich habe auch ewig nicht Minecraft so gespielt. Also ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich habe ein bisschen Angst vor Fallen oder sowas. Weil ich glaube, diese ganzen Tempel und Gebäude, da muss man echt aufpassen. Müssen wir auf so Drähte aufpassen und so Bodenplatten, denke ich. Ah ja. Oh, das gefällt mir ja gar nicht. Ich sag's ja. Wie mies.
Da sind einfach solche Drähte gespannt. Da ist das Ding. Versteckt und getarnt. Aber wir haben ein paar Pfeile bekommen. Das ist sehr gut. Die können wir gut gebrauchen. Oh. Hier ist eine Redstone-Leitung. Die unterbinden wir mal gleich. Doch, das Ding machen wir weg. Hier ist nämlich nochmal eine Falle. Gibt uns noch mehr Pfeile. Und eine Truhe. Mit unserem Preis. Pferderüstung. Eiserne Pferderüstung. Zweimal. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, eventuell... Kann man die stacken? Nee. Shit. Eventuell können wir uns dann auch nochmal ein Pferd zähmen. Um unterwegs zu gehen. Was ist das? Ein ekliges Geräusch. Wir schlafen. Das Geräusch ist immer noch da. Irgendwas fliegt da draußen rum. Oh, wieso ist mein Inventar so voll? Das ist ja schlimm. Ich weiß nicht, was wir wegschmeißen können. Das hier kommt noch weg. Dann können wir nochmal das Gold mitnehmen. Jetzt habe ich wieder irgendeinen Scheiß aufgenommen. Ich drehe durch. Ich hasse diese Inventarprobleme. So, das verrottete Fleisch. Ah, das brauchen wir eigentlich auch, ne? Das brauchen wir für das Bio-Goo, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich denke mal, diese Haken brauchen wir nicht. Können wir das mitnehmen? Perfekt. Das gefällt mir nicht. Ich habe hier natürlich jetzt auch noch diese Hebel. Ich habe richtig Angst. Was ist jetzt? Irgendwas ist passiert. Ich habe vorhin auch eine Redstone-Leitung kaputt gemacht, ne? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, ich bin ehrlich. Holy crap. Geht's hier nach unten vielleicht? Wer hier die Leitung hinführt? Ich war halt ewig nicht in so einem Tempel oder sowas. Ja, ich glaube, hier sieht's ganz gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo hier irgendwas ist. Ich kann natürlich auch hier die Redstone-Leitung einfach verfolgen. Dann sehen wir, was hier abgeht. Oh, hier sind halt Pistons. Die könnte man eigentlich mitnehmen, ne? Damit kann man bestimmt irgendwas Cooles bauen. Das mit dem Inventar geht mir richtig auf den Sack. Schade, dass man keinen Rucksack machen kann, wie ihr geschrieben hattet. Ich habe keine Ahnung, was diese Pistons gemacht haben. Die haben mir irgendwas weggeschoben. Na, scheiß drauf. Ich denke mal, wir haben alles erkundet. Das passt schon. Schild wieder rausnehmen. Und dann geht's weiter. Wir dürfen uns nicht von unserem Ziel abbringen lassen. Vielleicht könnten wir auch irgendwie selber so ein Tor oder sowas bauen mit diesen Sticky Pistons. Dass wir unseren Park später sicherer machen können. Ich will sowieso bald mal anfangen. Sobald wir unseren Apex Predator haben, den ersten, möchte ich anfangen, den Park zu bauen. Ich habe richtig Lust zu bauen. Ach, dieses Dschungelbiom ist ja riesig, ey. Das werfe ich mal schnell weg. Den brauchen wir nicht. Und dann driven wir mal ein bisschen mit dem Boot. Ich denke mal, das geht schneller. In der Hoffnung, dass wir auch aus dem Dschungel wieder rauskommen. Ich weiß nicht, ob der so interessant für uns ist, weil Dinos habe ich jetzt gar keine gesehen. Ich hätte hier eigentlich richtig viele vermutet. Aber bis jetzt gute Huse. Ich will eigentlich eher Richtung Süden weiter, also hier so. Mal, deswegen versuche ich mal durch diesen Kanal hier weiter zu schwimmen. Ich hoffe, der ist breit genug. Das sieht doch gut aus. Mit dem Boot kommt man auch so schön schnell voran. Aber da vorne endet das Wasser. Oh nein. Ja, das ist natürlich belastend. Aber da geht das nächste Biom los. Oh, das ist gut. Mit Lava und allem, sehe ich schon. Das ist sehr gut. Das heißt, hier können wir auch mal das Boot verlassen und dann das wieder mitnehmen. So, und dann geht's weiter. In der Hoffnung, dass wir da jetzt einen Rexy oder so finden. Oder ein Allo. Das wäre cool. Ich glaube tatsächlich sogar, dass mir ein Rexy oder ein Spino lieber wäre. Ein Brachio! Wie cool! Sehen wir auch zum ersten Mal. Oh, nice! Oh, ist das schön.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass mir ein Rexy oder ein Spino wahrscheinlich lieber wäre, weil die halt, glaube ich, alleine unterwegs sind. Alles sind, glaube ich, immer zu zweit unterwegs. Oh, Brachio ist ja auch mega cool. Ich hoffe, der greift mich nicht an. Riesig der ist. Vorne sind noch mehr. Oh, ist das schön. Gallis haben wir hier auch. Das ist ja ein Traum hier. Eine Kuh. Leider seid ihr auch nicht die Tierchen, die ich suche. Ich würde gerne eure DNA mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich euch bekämpfen sollte. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, das ist, glaube ich, ein Männchen, der mit dem Rot oben auf dem Kopf. Das andere ist ein Weibchen. Ah, hier ist auch so ein Villager. Und auch so ein Blob. Auch vor dem müssen wir aufpassen, das wissen wir ja mittlerweile. Ja, wir gehen mal hier kurz gucken. Hallo, du? So coole Traits? Komm, let's go. Danke. Ach, du hast mir sogar was wiedergegeben. Ja, wir nehmen mal die Emeralds mit. Hä? Hier stimmt irgendwas nicht mit dem Shader. Aber ich habe sowieso allgemein ein paar Shader-Probleme, gerade bei Nacht. Also irgendwas ist bei meinen Settings noch nicht so richtig. Oh, was ist das denn? Wieder eine neue Spezies. Bitte nicht böse sein. Latibelodon. Aus wie ein Mini-Elefant. Oh, wie süß. Törö. Ich würde sagen, wir versuchen mal auf der Ebene hier zu bleiben. Solange wir können. Ah, auch wieder Brachios, Triceratops, eine Menge. Aber ansonsten tote Hose. Kann doch nicht wahr sein. Paras sind auch hier. Alter. Ein bisschen Angst vor euch, wenn ihr so auf mich zurennt. Nicht, dass ihr mich mit Gras verwechselt und auch wegsnackt. Aber wie viele Paras hier sind. Oha. Paras sind auch richtig cool. Die will ich auch unbedingt später in unserem Park haben. Hier, Leute, das ist das Problem, was ich mit meinem Shader habe. Falls ihr wisst, was das ist, schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil ich würde das gerne beheben. Das ist eigentlich immer nur bei Sonnenuntergang und bei Nacht der Fall, wenn ich irgendwie in eine bestimmte Richtung gucke. Sieht halt ein bisschen blöd aus, aber das kann man sicherlich mit einem Setting ändern oder sowas. Also wenn ihr wisst, wie man das behebt, schreibt es gerne rein, das wäre cool. Ich werde jetzt aber noch weiter erkunden. Der Plan ist übrigens jetzt gerade nicht mehr weiter sich zu entfernen von zu Hause. Hier ist ja das Haus. Sondern hier wieder in den Bogen langsam zurückzugehen, damit ich nicht zu weit weg bin von zu Hause. Oh, hier vorne fängt wieder ein Bergbiom an. Ich glaube, das Gebiet hier könnte echt interessant sein für unseren Park. Weil hier haben wir so schöne Wiese vorne, dann hier Bergbiom. Da könnte ich mir unseren Jurassic oder unsere Jurassic World vorstellen. So als Standort. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich hoffe jetzt mal, dass wir hier auch mal das finden, was wir suchen. Weil ich will jetzt eigentlich auch nicht ewig lange suchen. Sonst hatten wir doch auch Alus gefunden. Irgendwie haben wir gerade richtig Pech. Fossilien und so nehme ich natürlich mit. Und auch, glaube ich, hier Kühe. Das Leder brauchen wir trotzdem noch. Hier ist aber auch weit und breit nichts an Sauriern zu sehen. Das ist echt schade. Ich habe mir da echt mehr erhofft. Es sind überall nur Kühe. Lass ich jetzt auch mal stehen. Ich glaube, wir haben mittlerweile genug Leder. Hier sind halt wirklich nur Kühe. Sehr krass. Hier ist gar nichts gespawnt. Ich sehe auch keine Fossilien gerade. Kann aber auch sein, dass ich die übersehe. Weil die sind ja nicht so auffällig. Aber mich wundert es halt, dass hier nicht ein Dinosaurier ist. Oh, das war's, glaube ich. Im Baum gespawnt. Ah, Gott sei Dank, dann gibt's hier doch Dinos. Das ist nice. Oh, wie cool das hier aussieht. Oh mein Gott. Das sind ja mal heftige Klippen. Schubs mich nicht runter. Oh, das Gebiet gefällt mir richtig gut. Ich glaube, hier werde ich irgendwo in der Gegend
dann meinen Park bauen. Das ist mega. Guckt euch das mal an hier. Riesiges Stein, also so Felsgebiet, Berggebiet. Hier auch noch mit Schneegipfeln. Und da vorne Wiese hier, riesig. Und auch ein bisschen Wald. Also viel perfekter geht es nicht. Können wir halt vorstellen, dass wir hier irgendwie den Park anfangen lassen und dann uns in die Berge oder so bauen. Ich weiß ja nicht, wie weit wir kommen werden. Sollte mir vielleicht nicht zu viel vornehmen. Ah, trotzdem cool. Ich bin froh, dass ich jetzt so eine coole Stelle entdeckt habe. Die auch Abwechslung bietet, was die Biome angeht. Oh, das sieht halt mega aus hier. Bin gerade echt mega begeistert. Guckt euch das mal an. Vielleicht könnte man auch hier oder so den Eingang machen. Durch so einen Bogen. Ist ja auch irgendwie geil. Dass man hier in den Park gelangt. Ah, viele Ideen. Aber dazu kommen wir dann später. Ey, gibt's keine Dinosaurier mehr. Das ist echt unglaublich. Aber Fossilien. Komm, gönn mal. Ah! Er hat gegönnt. Auf Kommando. Käfer 2. Also der scheint mit der Spitzhacke echt nicht mehr so selten zu sein. Oh oh. Säbelzahntiger. Eieiei. Sollte ich mir die Hunde nochmal eben als Armee mitnehmen? Um sie dann wieder zu verlieren letztendlich? Ich will den auch haben. Lass mich in Ruhe, Säbelzahnkatze. Hör mal! Niemand greift meine Hunde an. Oh, sehr gut, Doggies. Oh oh, da sind noch mehr. Lass uns abhauen. Kommt. Kommt her. Oh nein! Da unten ist auch ein Hund drin. Nicht hinterher springen, Jungs. Oh, ich muss hier raus. Panik. Alles gut. Dieses Säbelzahn-Katzengeräusch ist, Alter! Hört auf, meine Hunde anzugreifen! Aua! Oh, mein Hund ist tot! Oh, nein! Ein Hund hat's erwischt. Scheiße. Ja, aber die haben mir schon viel geholfen, muss man sagen. Also so Hunde mitzunehmen, glaube ich, nicht verkehrt. Ich glaube, ich sollte nächstes Mal einfach ein Dino mitnehmen. Oh, ich glaube, das haben die Hunde hier gerissen. Scharf. Überall. Komm, du auch noch. Perfekt. Ich habe halt immer noch nicht das gefunden, was ich gern finden wollen würde. Macht mich ein bisschen traurig. Oh, was ist das? Ein Anki. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Erste Mal, dass wir einen Anki sehen. Völlig im Nirgendwo gespawnt. Man sieht nur so die Keule. Das ist ja mega. Ich würde mir den gerne mal ein bisschen genauer angucken. Er scheint keine Lust zu haben, mitzukommen. Komm. Nee. Den können wir nicht zwingen. Wo ist mein Lasso? Da. Ja, egal. Lassen wir ihn mal Anki sein. Wollen wir ihn mal nicht weiter nerven. Aber das ist schön, dass wir gerade echt viele neue Spezies finden. Nur halt leider nicht die, die wir suchen. Da bin ich ein bisschen traurig. Normalerweise müsste ich den töten und die DNA mitnehmen. Aber ist egal. Wir lassen ihn leben und finden dann schon hoffentlich DNA mit den ganzen Biofossilien, die wir schon gesammelt haben. Also ich glaube, die Hunde haben schon wieder nicht mehr geschafft. Sind schon wieder irgendwo stecken geblieben. Aber ist egal. Kann man nicht ändern. Ich habe leider auch keine Zeit, darauf Rücksicht zu nehmen und immer danach nachzugucken. Mir ein bisschen zu anstrengend. Bin jetzt wieder auf einer riesigen Wiese. Und hier geht mal ein bisschen Strand los mit Sand. Sieht man ja auch selten. Vielleicht finden wir ja hier am Sandstrand und am Ufer gefährliche Saurier.
glaube, wir haben schon öfter Alus gesehen, direkt am Ufer, oder nicht? Und auch die Ceratus und so haben wir auch am Ufer gefunden. Deswegen stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich einfach mal mit dem Boot das Ufer entlang düsen oder sowas. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Machen wir das doch mal. Dann halten wir mal die Augen offen. Wir düsen ja jetzt sowieso. Ja, so ein bisschen Richtung zu Hause. Das passt schon. Ey, wie jetzt überall Brachios sind. Das ist unglaublich. Überall. Vorher keinmal gesehen und jetzt sind die auf jeder Wiese. Da vorne auch schon wieder. Das ist doch kein Zufall, oder? Das ist echt seltsam. Keine Ahnung, wie das sein kann. Da wieder Brachios. Der hier vorne ist einfach verschwunden. Seltsam. Was haben wir denn da? Ach, Pteranodons. Man fliegt gar nicht weg, wenn ich mit Boot komme. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Ist ja auch nicht Zielsaurier für heute. Ich habe ja nicht die Scarabius-Käfer umsonst gefarmt. Die Sonne geht auch schon wieder unter. Ich glaube, das ist schon der vierte Tag, den ich spiele. Nur mit Erkunden. Wie lange geht denn so ein Minecraft-Tag eigentlich? Ich habe ja irgendwie diese Folge gar nichts erreicht. Aber das will man machen, ne? Gehört auch dazu. Dafür haben wir viel erkundet und gesehen. Ist ja auch mal nicht schlecht. Ich habe ja so viel von der Map freigeschaltet. Wir haben hier angefangen, sind einmal hier komplett rum. Dann nach oben hier wieder. Der Weg zurück ist jetzt hier dieser hier. Einmal komplett um unsere Basis herumfahren. Ist ja an sich nicht schlecht, wenn wir viel von der Karte freischalten. Dann haben wir wenigstens besseren Überblick und können dann auch in den nächsten Folgen mit unserem Parkbau anfangen. Darauf wartet ihr sicherlich auch, dass wir endlich Gehege bauen können und auch vielleicht die ein oder andere Filmszene so ein bisschen nachbauen. Das wäre cool. Ich hoffe, das klappt dann alles so. Hier ist aber nichts zu sehen. Weit und breit nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ungefähr irgendwo Alus waren, als wir hier mal auf Erkundungstour waren. Da wurde ja irgendwie die Daten von der Karte wurden irgendwie zurückgesetzt. Weil wir sind sicher schon mal in diese Richtung geschwommen mit dem Boot. Weiß ich noch. Das ist auch wieder kein Alu, das ist ein Galli da oben. Nehmen auch ein Spino oder ein Rex. Oh. Ach, das ist ein Paras. Ich dachte gerade, das wäre ein Krokodil oder so. Auf den ersten Blick. Chillen da oben einfach Paras. Was haben wir hier vorne? Das sind meine Hunde! Wie geil ist das denn? Und da ist auch der Alu. Oh mein Gott. Jetzt wird alles gut, Leute. Wir haben vier Hunde wieder gefunden. Und da vorne ist ein Alu. Oh, nice. Ich wusste doch, dass wir hier in dieser Gegend waren. Hier legen wir an. Jetzt geht die Action los. Oh, wie gut. Ich freue mich. Habe ich ja doch ein gutes Gedächtnis gehabt. Wir lassen das Boot mal hier. Komm mal her, Hundis. Vier Stück. Jetzt habe ich da hinten andere Hunde verloren. Und jetzt habe ich hier vier Wilder gefunden. Auch nicht schlecht. Komm her. Ja, schüttelt euch. Alles wird gut. Auch mal eben sitzen bleiben. So. Und du, okay. Du kannst auch im Boot bleiben. Ist in Ordnung. Nimm ruhig mein Boot. Spiel damit. Ich bin jetzt eh erstmal beschäftigt. Dürfen jetzt nicht sterben. Ein bisschen Schiss. Mal kurz gucken, wo wir sind. Wir sind eigentlich... Ja, perfekt. Das heißt, wenn wir sterben, finden wir auf jeden Fall den Ort hoffentlich wieder. Jetzt kommt es drauf an, Leute. Wir dürfen den aber auch nicht töten. Wir müssen halt, glaube ich, langsam machen mit Damage machen. Versuch's natürlich mit dem Bogen auf Distanz. Scheint aber auch alleine zu sein, der Alu. Super. Hä? Wie jetzt? Mach keinen Scheiß. Man kann den mit Bogen nicht abschießen. Oh mein Gott. Schild ist noch heile. Rüstung geht so. Oh,
Der ist perfekt. Der steht still. Und er legt sich hin. Oh, das war ja ideal. Der hat auch nicht angegriffen oder so. Wie gebe ich ihm das jetzt? Gezähmt! Oh yeah! Nice! Okay. Wir haben Alo, Leute. Wir haben ein Alo. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Gegenstand man den vernünftig auf Folgen und so stellen kann. Das gucken wir gleich mal nach. Erstmal auf die Wiese. Oh, da hatten wir jetzt aber echt Glück. Der hat uns auch nicht angegriffen. Der schien da ein bisschen festgebackt zu sein. Oh, sehr cool. Dass das jetzt noch geklappt hat, das hätte ich nicht gedacht. Und dann war der Alo ja auch noch alleine. Das war ja mega perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Lass mich bitte in Ruhe. Ich habe echt Angst, dass die mich angreifen, die Triceratopse. Weil die sind definitiv in der Überzahl auf dieser Wiese. Egal, einfach weiter. Die Hunde sind auch noch alle am Start. Die sind ja auch ein bisschen Verteidigung dann für mich. Und Ablenkung. Ganz gut. Macht keine Faxen. Lasst mich einfach alle durch. Ah, es ist so nice. Ey! Hat er sich losgerissen? Ja. Komm. Hallo, komm. Hallo. Ach mal, bist du doof? Oh, der ist so blöd. Jetzt hängt er da fest. Ich krieg den da nicht befreit. Die Hunde sind auch alle auf dem Weg. Ich schlag den auch die ganze Zeit. Was soll ich machen? Ja, es geht nicht. Du hängst da fest und meckerst. Oh, und jetzt wird's auch noch Nacht. Komm doch jetzt da raus. Der kommt da nicht mehr raus. Jetzt aber, komm. Meine Fresse, bist du dämlich. Kein Wunder, dass ihr ausgestorben seid. Komm da jetzt raus. Es ist genau der eine Block, wo der drin festhängt und den kann ich nicht abbauen. Erstmal füttern. Ey, du bist einfach so doof. Ich krieg diesen Block nicht abgebaut. Oh Mann, ey. Kann man denn so viel Pech haben? Ich sag grad noch, ich hätte nicht gedacht, dass sich die Folge so zum Guten wendet. Und jetzt hängt er in dem Block fest und ich krieg den da nicht raus. Das ist dieser blöde Block. Kann nicht wahr sein. Komm jetzt da raus. Oh, ich hab ihn. Ach, oh, Gott sei Dank, ey. Hat er sich von alleine wieder losgerissen. Kommst du jetzt? Komm weiter. Oh mein Gott, war das ein Akt. Ey. Hallo, du willst mich doch jetzt komplett trollen. Und die Hunde gehen mir richtig auf die Eier. Kommt her, Hunde. Ihr nervt. Ja, Ruhe jetzt. Hinsetzen, ihr bleibt hier. Ihr seid nicht tragbar, weil ihr immer auf den Ort geht, wo ich stehe. Warum? Warum kriegst du Schaden? Warum kriegt ihr Schaden? Ich raste komplett aus. Ich kann ja auch nichts abbauen. Oh, Junge. Komm da jetzt raus.
Jetzt komm! Verdammt nochmal! Oh! Alter Schwede, hast du ein Drama gemacht, ey. Komm jetzt, die Hunde bleiben hier, die blockieren uns nur. Ich will einfach nur nach Hause. Kann der nicht schwimmen oder was? Ich weiß nicht, was das jetzt für Faxen da waren. Das war echt knapp. Jetzt müssen wir noch durch so einen fetten Wald, ey, mit dem. Halt auch. Warte mal, wir können es doch anders machen. Ich bin doch so doof. Wir können doch einfach reiten. Oh, das war mein Fehler. Ich hätte ihn einfach reiten sollen. Nicht mit der Leine. Dann haben wir die Probleme auch gar nicht. Oh, home sweet home. I can't believe it. Ich habe jetzt bestimmt viel für euch rausgeschnitten, aber das war so ein anstrengender Rückweg. Das glaubt ihr nicht. Mein Cerato ist auch noch da. Perfekt. Hey, nicht wegrennen. Bleib mal hier. Hä? Losgerissen. So, jetzt haben wir ihn. Schnell in Sicherheit bringen jetzt. Noch so eine Axt, ja. Komm hier rein. Das war jetzt heftig. Angebunden. Und wir machen den Stall dicht. Von mir aus auch mit diesen Dingern hier, das ist mir ganz egal. Einfach dicht. Bin gerade heilfroh. Ich muss hier aufpassen mit dem Vieh da. Der hier ist auch schon wieder ausgebüxt, aber der ist ja angebunden. Ah, der ist ja auch angebunden, das sollte eigentlich passen. Ich bin froh, wir haben Alo. Ich habe ihn nach Hause gebracht. Der Rückweg war wirklich super anstrengend. Hast du noch Fleisch? Ich hoffe. Ja, komm, kriegst nochmal was. Damit du auch glücklich bist. Und auch du. Kannst du überhaupt noch fressen da an der Stelle? Ich denk schon. Ah, das passt, denke ich mal, alles. Eigentlich war für diese Folge noch viel, viel mehr geplant. Ich hatte eigentlich auch noch vor... Ah, das mache ich jetzt nochmal eben schnell. Zwei Sachen muss ich nochmal eben machen und ausprobieren. Weil ich hatte eigentlich nämlich vor, diese antiken Helme nochmal zu fertig zu machen. Belegschrott haben wir ja ohne Ende. Und jetzt will ich natürlich noch die drei Dinos aus der letzten Folge benennen. Dafür brauchen wir, glaube ich, einen Amboss, wenn mich nicht alles täuscht. Eisen haben wir, ne? Eisenblöcke brauchen wir dafür. Okay, aber die können wir easy machen. Können wir dann einfach... Drei Stück brauchten wir, ne? Passt. Und dann sollten wir den Amboss eigentlich herstellen können. Perfekt. Nice. Mit dem Amboss können wir, glaube ich, auch, soweit ich weiß, Sachen reparieren. Nimmt man denn hier ein einzelnes? So. Mein Gott. So, jetzt aber Nemo. Und dann haben wir das Namensschild. Perfekt. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist einmal der Cerato. Der soll Niklas Hai heißen. Haben wir auch. Und zum letzten für heute. Das ist der Forus Rakos. Der soll Fori heißen. Alles sehr schöne Namen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Nemo. Oh, wie schön. Oh, ist das toll. Beim nächsten Mal werde ich das dann ein bisschen anders machen. Werde ich die einfach so die Namensschilder geben und dann seht ihr die Namen so überraschend. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie man das macht. Niklas Hai. Ist ja auch mal interessant, ne? Mit den Amboss, dass das damit funktioniert. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das muss ich von erstmal kurz Wikipedian. Und dann haben wir hier Fori. Und jetzt hat man auch einen ganz anderen Bezug zu den Tierchen, weil die Namen haben. Richtig schön, dass es da jetzt drüber steht. Und Leute, schreibt bitte was rein, wie man diesen Bug da behebt mit dem Schwarz da. Seht ihr das? Das ist wirklich schlimm. Und jetzt können wir nochmal unseren antiken Helm hier rausnehmen. Und das werde ich jetzt auch nochmal schnell ausprobieren. Oha, der nimmt uns sogar so ein bisschen die Sicht. Wo sind die Triceratopse, wenn man sie braucht? Da. Oh ja. Aber er greift mich immer noch an. Ich habe mein Schild nicht ausgerüstet. Ich wollte gerade suchen.
Wo ist das Schild? Da. Aber das mit dem Blitzen funktioniert. Ich bin nur gerade in der Bedrängnis und fast tot. Nice, da ist er tot. Das war knapp. Da habe ich nicht nachgedacht mit dem Schild. Aber da hat eiskalten Blitz eingeschlagen. Wir haben jetzt nur das Problem, dass hier der Wald brennt. Da hoffen wir mal nicht, dass das jetzt für zu viel Chaos sorgt, das Brennen. Ich würde sagen, ich beende einfach schnell die Folge. Dann kann hier nichts mehr passieren. Oh Gott, wie der aussieht. Sieht ein bisschen affig aus. Aber Leute, das war doch jetzt alles im Allen am Ende echt noch eine erfolgreiche und coole Folge. Wir haben viel erkundet, haben einen Allosaurus gezähmt, haben das erste Mal einen Blitz geschleudert und unsere Dinos benannt. Also das ist wirklich sehr, sehr viel. Ihr könnt jetzt übrigens wieder für unseren Allosaurus Namensvorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und falls euch die Folge gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.